So, hallo und willkommen zurück zu Teil 2 dieses wunderschönen Kolosseums. Ich spiele hier zum ersten Mal mit den Indern und ich habe jetzt die Kriegselefanten entdeckt. Mal schauen, wie stark die letztendlich wirklich sind. So, wir werden jetzt hier mal auf grün ein bisschen gehen. Wir müssen jetzt hier einfach wieder Kills machen. Schaut euch das an. Boah, die sind doch schön, oder Leute? Die sind kein bisschen upgegradet. So, schauen wir mal, wie viel Schaden die hier machen. Oh ja, die machen... Oh ja, Leute, die machen schönen Schaden. Schaut euch das an. Netten Schaden machen die hier. So. Wir lassen hier immer schön was zurück, nicht, dass wir hier angegriffen werden. So, wie gut sind die gegen die Gendarme? Ja, naja. Ja, einigermaßen gut. Wir müssen mal hier rum. Ja, wir machen beide Kills. Er macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Kills. Ja, deswegen ziehe ich mich jetzt mal hier wieder zurück. So. So, ein bisschen ziehe ich mich hier wieder zurück. Oh, und hier hat er natürlich Doppelsöldner. Das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, die werden hier richtig fertig gemacht. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sammeln jetzt erst noch mal ein bisschen. Hier. Unsere Kriegselefanten. Die müssen wir auch jetzt erstmal ein bisschen upgraden. Wie viel kostet das hier immer? 50 Holz. Ja, wieso bekommen wir das bitte nicht? Das sollte doch dann unser Damage erhöht werden, oder? Aber irgendwie... Angriff, Leute, Angriff. So. Jetzt revanchieren wir uns hier mal bei Grün, würde ich sagen. Wir versuchen jetzt hier auch mal den Wall einzureißen. So. Aber was ist denn jetzt hier mit den Upgrades? Jetzt hat. Wir können hier nochmal ein bisschen auf besseres Leben gehen. Ihr sollt hier das Tor bitte auch einreißen. Los, jetzt greift an. Ihr steht nur dumm rum. Vorwärts, vorwärts, Marsch. Einmal hier rein, bitte. Das Tor wird hier aber gar nicht so richtig fertig gemacht. So. Alles klar. Hier müssen wir mal unsere Truppen wieder ein bisschen rausbringen. So, wie viel kostet das? Ich glaube 30 Holz. Genau, dann gehen wir jetzt... Ach so, hier. So, wir schreiben mal, er kann doch kommen, wenn er unbedingt möchte. Tut mir leid, wenn es ihm langweilig ist. Oh, verdammt. Was ist jetzt passiert? Da haben wir wohl gerade verloren.
Gut, das war jetzt weniger schön. So, jetzt probieren wir es aber nochmal mit ein bisschen mehr Elefanten hier reinzukommen. So, Angriff, Männer, Angriff. Dieses Tor endlich einreißen. Sonst feeden wir hier nur. So. Ich will jetzt endlich, dass dieses Tor eingerissen wird. So. Er konnte sich hier aber wieder... Also ich meine, wir waren noch vorhin viel stärker. Hat er sich jetzt wohl aufgelevelt oder was? Ah, wir können jetzt hier auch... Was sind denn das hier für welche? Lanzen-Mahut? Schauen wir mal, wie gut die sind. Ja, mit Nahkampf-Kavallerie kann ich jetzt natürlich nicht hier gegen Rot vorgehen. So. So, es laggt das Spiel leider ein wenig. Na schön. Gut, hier kämpfen die Blauen. Sehr stark. Ja, ich habe leider meine Elefanten auch zu spät erst abgegradet. Ja, jetzt laggt das Spiel leider zu viel ein. Ich soll grün angreifen. So, jetzt marschieren wir mal ein bisschen vor. Ja, wenn das Spiel mal ein bisschen weniger lecken würde, wäre das sehr schön. So, mal schauen, wie gut diese disziplinierten Mahuts sind. Na, verdammt, das Spiel laggt hier ohne Ende. Aber die halten gut was aus, die Elefanten, muss man sagen. Die halten gut was aus. So, können die jetzt auch kämpfen von alleine, ist die Frage. Ah, wenn das Spiel doch nicht so lecken würde jetzt. Hier, unser Gladiator muss auch mal vorwärts kommen. Bitte einmal hier eine Granate werfen. Das fände ich sehr schön, wenn das funktioniert mit der Granate. Schauen wir mal. Gleich ist ihr Wald auch hoffentlich endlich zerstört.
So, jetzt wirf. Ja. Ja, da konnten wir ein paar Einheiten von ihm vernichten. So. Jetzt ist doch hier Wall vernichtet, oder? Wenn ich mal ein bisschen mehr Kontrolle hätte. Hier über meine Männer. So, jetzt hier einmal stärker bitte drauf gehen. Stärker auf Grüns Armee. So. Wir brauchen hier viel mehr Truppen. Die kommen leider so langsam nur. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob die stärker sind, diese disziplinierten Mahuts, aber ich glaube schon, dass die nicht schlecht sind. So. Aber wenn es jetzt hier mal aufhören würde zu laggen. So, jetzt gehe ich aber sicherheitshalber nochmal ein bisschen auf Masse. Und zwar auf diese Kriegselefanten. Ich glaube, das hier sind beides... Oh, der Elefant mit Reichweite ist auch nicht schlecht. Ist lustig. Erst... Der meint hier, ich würde grünen feeden. Das ist allerdings nicht der Fall. So, jetzt kämpft ihr bitte mal gescheit. Tötet sie. So, ist gut. Sehr schön, jetzt sind wir hier in Grün, in der Base von Grün. Oh, jetzt macht er hier Lanzen. So, wartet mal, dann müssen wir hier auf... Boah, auf die hier mal gehen. Sonst werden wir hier niedergeschlachtet. Ah, verdammt, wir können noch keine Granate werfen. So, jetzt müssen wir uns hier schnell zurückziehen. Oh, verdammt. Es kommt hier leider rot. Macht uns fertig. Ah, und es lief doch gerade so gut. Es lief doch gerade so gut. So, jetzt hier einmal noch. Kommt, macht sie fertig. Ah, jetzt kommt hier leider grün wieder. Ah, jetzt ist es genau umgekehrt hier. So, jetzt konnten wir die Bedrohung gerade so eben abwenden. Ganz knapp, Leute. Jetzt müssen wir erstmal wieder richtig Truppen bauen. Ja. Immerhin haben wir auch noch unseren Gladiator. Jetzt möchte ich mal eine Menge von den Truppen hier bauen. Die soll aber hier keiner groß sehen. So, ich würde sagen, das ist jetzt richtig spannend. Nachdem schon zweimal irgendwie oder drei oder viermal ist, ja, da, kurz davor stand, dass wir hier verlieren, sind wir jedes Mal wieder zurückgekehrt und jedes Mal gestärkt. So, jetzt fragen wir nochmal hier Kills. Die haben wahrscheinlich richtig viele im Gegensatz zu uns, weil wir einfach nicht so gut gespielt haben, beziehungsweise nicht so gute Einheiten hatten bis jetzt. Ich schreibe einfach dann jetzt mal unsere Kills, wenn es keiner hier schreiben möchte.
So, wir sammeln jetzt mal schön hier Elefanten. Wir können jetzt auch schon alle Einheiten machen. Wir holen uns jetzt gerade die hier. So, ich schreibe jetzt mal, dass das vielleicht für die Zuschauer interessant wäre. So, wir werden jetzt hier alles zugleichen mit unseren Einheiten. So. So, mal schauen jetzt, wie gut unsere Truppen hier sind gegen Grün. Wir versuchen hier noch was zu werfen. Eine Granate mal. Jawohl, die haut richtig rein. Ja, Grün ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Und hier unsere Einheiten machen guten Schaden, würde ich sagen. Unser Damage ist, denke ich, ganz gut. So, jetzt gehen wir aber trotzdem hier nochmal ein bisschen auf die Kriegselefanten. Und ziehen uns hier mal zurück. Angriff, Leute, hier. Voll Angriff. Ja, jetzt kommt hier Grün wieder ziemlich stark. Ah, wir bräuchten jetzt eigentlich wieder eine Granate. Obwohl, die Lanzenreiter, die machen wir hier locker fertig. Ja, ich denke, Grün ist hier keine Bedrohung. So, jetzt hier unsere Nahkampfinfanterie wieder. Sehr schön, die macht hier Geschnetzeltes. Wunderbar, jetzt macht es hier, finde ich, richtig schön Spaß. So, schauen wir mal, wie stark wir gegen so einen Spahi sind. Boah, der hält viel aus, muss man sagen. So, dann hier bitte auf die hier gehen, Lanzenmahuts. Die werden hier mal auch noch mit aufgestellt. Und hier wird immer noch gekämpft. Blau gegen Lila. Na, und langsam werden die Einheiten hier stark aufgerieben. Und Rot kommt, den habe ich jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mich würde mal interessieren, was der hier so hat. Wahrscheinlich hat er richtig viele Bombarden gesammelt. Ich werde mal hier hingehen, um ein bisschen in seine Base schauen zu können, vielleicht. Er meinte die... Boah, jawohl. Boah, verdammt. Bombarden ohne Ende. So, mal schauen, wie stark die wirklich sind, diese Lanzenreiter. Oh ja, verdammt, die sind richtig stark. Das heißt, ich gehe hier mal wieder auf die hier. So. Ich werde mal hier mich ein bisschen vorwagen mit ein paar Einheiten.
Oh, und er hat Dragona. So, einmal hier die disziplinierten Mahuts. So, Feuer frei. Einmal hier vorrücken bitte weiter. Das ist jetzt hier Kampf der Kavallerie. Mal schauen, wer hier gewinnt. Ich möchte hier aber wieder mehr sammeln. Weil ich möchte nicht völlig ungeschützt sein, wenn plötzlich Rot oder so angreift. Ja, aber so langsam. Wir machen mal ein paar One-Shots. So, und zurückziehen bitte. Wo ist hier unser Gladiator? Der ist hier irgendwo versteckt. Hier ist er. So, ich möchte... Damage ist immer gut. So, ich möchte jetzt bitte hier wieder die Lanzen-Mahuts haben. Um wieder ein bisschen Nahkampfinfanterie zu bekommen. So. So, das sieht doch wunderbar aus bis jetzt. Grün kämpft noch tapfer. Lila hat natürlich auch gute Soldaten hier, die Chapkas. Keine Ahnung, mit Lila kam ich bis jetzt genauso wie mit Blau noch nicht richtig in Kontakt. Angriff. Und hier vorwärts. Jawohl, unsere imperialen Mahuts machen hier die Dragoner fertig ohne Ende. So gefällt mir das. Wo sind die Mahuts? Hier, so. Einmal bitte hier vorwärts kommen. Und dann... Oh nein. Zurück. Wir müssen alles wieder zurückholen. Weil es kommt gerade Blau. So, das heißt, wir müssen... hier wieder drauf gehen. Ah, der schnetzelt uns so ziemlich ab. Feuern, bitte. So. Ja, Rot hat hier wirklich schon enorm starke Truppen. Aber die machen wir dann doch fertig mit unseren Fernkampf-Elefanten. So, jetzt werfen wir gleich nochmal eine Granate hier. Hoffentlich. Ich sehe es gerade nicht. Einmal bitte hier eine Granate reinwerfen. Stehen zwar nicht allzu viele hier, aber na gut.
So, komm, wirf. Hier. Hier will er gerade die Granate werfen. Wenn jetzt nicht gerade ein Leck da wäre. So, aber ich denke, bis jetzt ist das das... Boah, jawohl, da haben wir ihn schön getroffen. So. So, und jetzt, gehen wir hier bitte wieder auf die Lanzenmahuts. Die waren nämlich gegen Grün ziemlich stark. Ja, du kannst dich hier wieder zurückziehen. Wir müssen nur schauen, dass wir hier einen Durchgang für unsere Lanzenmahuts bekommen. Schade, dass das jetzt schon wieder laggt. Bis jetzt läuft es so wunderbar. Das Ganze wird hoffentlich nicht durch einen Lag zunichte gemacht. So, die disziplinierten Mahuts. Sind da schon hier die... Genau. Belagerungselefant, ja. Jeder möchte, dass hier jemand anderes angegriffen wird, am liebsten. Aber wir brauchen wieder hier unsere Mahuts, um gegen Grün vorzugehen. Der ist ziemlich stark. Verdammt, wieso ist der so stark auf einmal? Oh Gott, was hat er gemacht, bitte? Wir müssen uns sofort zurückziehen. Was hat Grün hier jetzt nur gemacht? Okay, jetzt ziehen wir uns mal schön zurück. Bis er kommt. Verdammt, jetzt könnte es wirklich vorbei sein. Wir haben jetzt einiges verloren hier. Wir machen zwar immer noch gut Kills, aber... Ja. So, wir müssen hier die Lanzenreiter erledigen. Unbedingt. So. Ah, verdammte Lanzenreiter. Ah, wir können immer noch keine Granate werfen. Wir haben jetzt hier wirklich ziemliche Probleme mit Grün. Oh, und hier ist Lila ziemlich stark und hat jetzt hier Kanonen, wo er den Wall fertig machen möchte. So, jetzt ist aber Grün hier auch wieder erledigt. Ja, schickt immer noch ein bisschen was nach. Jawohl, aber schaut, die machen ihn hier fertig. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier wieder Einheiten machen. Erstmal hier Rückzug. Ich möchte, dass der hier eine Granate wirft. Und Wurf. Jawohl. Da können wir uns wieder erfolgreich verteidigen. Sehr schön, Leute. Gut, jetzt versuchen wir wieder eine Armee aufzubauen. Wir haben ja leider wieder einiges verloren. Und wir brauchen wieder beides natürlich. Sowohl hier unsere disziplinierten Mahuts
als auch die disziplinierten Horda. Oder wie auch immer man sie ausspricht. So. Die bilden jetzt hier mal wieder unseren Wall. Boah, und er hat richtig viele Truppen hier. So, wir schreiben jetzt mal. So, und wir, ja, Rot ist immer noch sozusagen hier hinter seinen Mauern versteckt. Wir werden jetzt hier mal wieder auf die Fernkampfkavallerie gehen. So, das heißt, ich hatte ja eigentlich dann doch von Anfang an recht, dass die Inder hier die Elefanten haben. Ich hatte nur damit gerechnet, dass sie die schon früher bekommen und nicht erst so spät. Aber, naja, jetzt weiß ich ja Bescheid beim nächsten Mal, falls ich nochmal Inder spielen werde, dann kann ich von Anfang an die Kavallerie hochziehen. Denn die Gurkhas sind ja auch jetzt nicht so schlecht ohne Upgrades. So. Das ist ein wirklich langes Kolosseum, muss ich sagen. Also, vielleicht wird auch noch ein dritter Teil draus. Mal schauen. Ja. Mal schauen, wie stark... Ah, ne, Blau zieht sich schon wieder zurück. Obwohl, der verliert doch kaum hier Armee. So, wir können mal fragen. Wie läuft's, Scarfa? Mal schauen, was unser Abonnent hier so sagt, wie es gerade bei ihm läuft. Oh, die sollen doch hier vorgehen, bitte. So. Wir versuchen jetzt hier mal wieder ein bisschen Einheiten zu machen. Ja, genau, weil wenn ich ihm jetzt helfen würde, hier Blau, dann würde er mich einfach Grün angreifen. Ja, Rot hat richtig viele Soldaten. Ich weiß jetzt nicht, was Blau hier macht. Also, Scarfa. Woher? Wow. Rot hat 950 Männer. Wir haben nur 591. So, hier möchte wohl Grün wieder auf uns laufen. So, mal schauen, wie gut wir hier jetzt sind. Wie gut wir uns hier verteidigen können. Wir werden hier jetzt wieder auf die Lanzen Mahuts gehen. Ah, wenn hier die Lags nicht so wären, könnte ich mich viel besser verteidigen. Wenn ich Pech habe, geht jetzt Rot wieder auf mich. Denn Grün können wir hier locker abwehren, Leute. Locker. Ohne große Probleme können wir hier schön Kills machen. Jawoll. Sehr schön, Leute.
So, wahrscheinlich wird jetzt hier wieder rot auf uns gehen. Das heißt, wir brauchen hier wieder unsere Fernkampfkraft, um gegen ihn bestehen zu können. So. Grün feedet uns jetzt hier ein bisschen, das finde ich in Ordnung. Obwohl, ja, so schwach ist der gar nicht. Kann ich eigentlich auch in den Nahkampf gehen mit denen? Oh, verdammt. So. Wir werfen dann gleich mal noch eine Granate, bitte. Hoffentlich bringt die was. Ja, naja, ein paar Einheiten konnte sie killen. So, jetzt konnte Rot wieder einige von unseren Männern töten. Das ist aber auch schwierig, hier gegen zwei zu gehen, also gegen Grün und gegen Rot. Aber wir haben es wieder geschafft. So, schauen wir mal, wen er gerade meint. Natürlich habe ich sie geupgradet. So. Und dann gehen wir wieder auf unsere schönen, disziplinierten Mahouts. Aber wir haben wirklich nicht so viel. Also ich hätte lieber mehr Truppen, so wie hier. Blau kann sich sehr stark verteidigen. Nice. Ja, und gegen Grün brauche ich eigentlich nur hier diese Mahouts, diese disziplinierten Mahouts. Und gegen Rot so ein bisschen hier diese Hauduff. Du ziehst dich mal wieder hier zurück. Ja, das ist jetzt schon ein sehr langes Kolosseum. Und... ja... ich denke, aus diesem Grund werde ich jetzt halt auch ein drittes Video machen. Das heißt, dann ist hier jetzt das Ende von Teil 2 zu sehen. Bis jetzt ist nur gelb raus, also sind wirklich dann doch noch einige da. Immer noch harte Kämpfe, wir konnten uns hier stark zurückkämpfen, gegen Grün vorgehen. Wir versuchen dann im nächsten Teil Grün endlich zu finishen. Bis dann, macht's gut, euer Gaius Julius Caesar.